Welcome to the Bonja Briefing. Wir sind hier und das ist das Briefing. Bonja Briefing! Bonja Briefing! Niklas und Matteo! Ja, das ist das Bonja Briefing. Wir haben Montag, 18 Uhr. Also, wir haben nicht ganz 18 Uhr, 18.08 Uhr, 8, weil gerade eben musste noch das verrückteste Chicken Dinner der Welt eingefahren werden. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe heute 3 Chicken Dinner schon gemacht. Geil. Das ist sehr gut. Wir haben gestern 2 gemacht. Einmal zweiter, dreimal dritter. Oh, echt? Ja. Ja, das war's. Oh, und wir haben gegen einen Typen gespielt, der war so sick, ne? Wir haben echt gedacht, der cheatet. Der hatte so einen komplett gelben Anzug an, hatte eine AWM, macht so Headshot auf Don Cavallo, bumm, tot. Ich hole ihn wieder, ich gucke so in die Ecke, pff, krieg einen Headshot. Don Cavallo guckt in die Ecke, pff, krieg einen Headshot. Hä, aber war es gecheatet? Ja, dann haben wir halt aus dem Profil geguckt, ob der irgendwie 50% Headshot-Ratio hat oder so. Aber nein, das war tatsächlich kein Cheater, das war ein Spieler der ersten Stunde, der war einfach ein richtig krasser Shroud. Oh, okay. Wie hieß der? Weißt du das noch? Hab ich vergessen. Kann man krass nicht merken. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt und beim wöchentlichen Briefing. Wir haben ein paar Neuigkeiten, aber auch gar nicht so viel, weil es läuft ja gerade irgendwie alles. Ne? Das läuft ja gerade irgendwie alles. Das stimmt, das stimmt. Ja, aber ich finde mal, zuerst können wir kurz mal sehen, was ist denn überhaupt letzte Woche passiert. Ich weiß das gar nicht mehr. Schnell wachsen denn deine Haare? Nehmen Sie nicht in den Mund, Niklas, bitte. Wie schnell wachsen denn deine Haare? Oh, das ist auch eine geile Frisur. Das ist eine saugeile Frisur. Alter, guck mal. Ja, das, lass so. Best of Bonchwa. Brumm, 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 brumm. Au, hey! Was ist denn hier los? Hey! Hey! Verpisst euch von meinem Auto! Nein, kack auf Red Zone. Alter! Wir sind tot! Matteo ist gemutet die ganze Zeit. Was? Was ist denn das für ein Video? Wollt ihr mich verarschen? Das ist voll geil! Matteo! Lass mich! Nimm mir die Maus weg! Eins! Zwei Ave Maria. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O und Bingo war sein Name. B-I-N-G-O und Bingo war sein Name. Sie sind genau hinter uns. Die fahren uns rein, Leute. Warte. Aussteigen, aussteigen. Feinden, feinden, feinden. Oh fuck, ich muss umdrehen, der findet da nicht mehr eine Waffe. Ich hab eine Waffe, ich hab eine Waffe. Komm, Bild! Wie konnte der nicht sterben, bitte? Ah doch, das sind nämlich die, ich spiele mit Desi, Corny und Mauri sonst im Squad, deswegen bin ich hier auch oft so frustriert, weil wir da halt wirklich am Abend 2-3 Chicken Dinner Minimum holen. Meine Oma war super streng. Deine Oma? Die war super streng katholisch und die hat mir immer Geld gegeben, wenn ich Messdiener in Italien gemacht habe. Dann habe ich mir so ein Gewand angezogen, waren wir so Backstage mit dem Pfarrer, haben uns so ein Gewände angezogen. Backstage mit dem Pfarrer. Ja, ja, und dann hab ich Leuten so Oblaten in den Mund gelegt. Kennt ihr das? Also kennt ihr diese? Die haben sich dann vor mir hingekniet. Ja, ja, die haben sich vor mir hingekniet und dann haben die ihren Mund aufgemacht und dann habe ich da Sachen reingelegt. Und dann haben die sich mit Wein besoffen. Ja, aber es ist halt so, so war das früher. Ich hasse dich manchmal echt. Mich? Ja. Hä, warum denn? Egal, ich rede da nicht drüber. Hä? Reden wir später drüber, wenn wir alleine sind, ne? Reden wir später drüber. Hä, worüber denn? Kannst du schon mal... Oh Gott, zwei noch. Alter, du bist mir in den Schuss reingerannt. Es läuft nur Kacke gerade. Der stirbt! Mein Worker stirbt! Mein Worker stirbt! Da ist gestorben! Ich kotze alles voll, Mann. Da kam er. Hallo, ich hab dir Loot gebracht. Ein Tag im Leben des Niklas Behrens. Ich hab zusammengeschossen. Die haben zusammengeschossen. DHC. DHC. We do with the drunken sailor early in the morning. Kommst du nicht rein? Raus mit dir. Wer ist Ursula? Nie wieder. Nie wieder. Dino. Lass mich. Du bist ja ausgesperrt jetzt. Weg. Lass mich da rein. Nein. Lass mich. Du bist verkackt. Da rein. Du bist verkackt. Ja. Schön. Schön.
wieder ein paar richtig schöne Szenen dabei. Ja, das stimmt. Ich hab, wenn ich jetzt das sehe, habe ich richtig Bock auf Minecraft wieder. Das hat mir auch so viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ey. Das ist einfach nochmal ein komplett anderes Universum, was wir da aufgetan haben. Ja. Und da habe ich auch richtig Bock, das zu Ende zu führen. Das macht so Spaß. Ja, ohne Mist. Also das erste, wer es nicht mitbekommen hat, wir hatten das erste richtige offizielle Minecraft-Event über 2 Tage, die Wither-Insel. Ja. Und was da die Rocket Miners und dann auch noch Andy und Co. auf die Beine gestellt haben. Unfassbar. Alter, besser so als 90% der Serien, die ihr auf Netflix seht. Besser. So gut. Background Story, alles drin. Oh, das war auch echt schön. Wir hatten auch durchgehend über 2000 Zuschauer, auch teilweise über 3000. Das war wirklich richtig, richtig sick. Wir hatten ein paar Lags auf den Servern. Deswegen haben wir dann am Ende nicht ganz so lange gemacht und wir sind dann auch nicht fertig geworden. Aber dafür, dass es das erste Event war, man hat, glaube ich, schon jetzt gesehen, wie unglaublich viel Potenzial das Ding hat. Und das werden wir auf jeden Fall, auch wenn die Wither-Insel beendet ist, weiterführen. Auf jeden Fall. In Zahlen sah die letzte Woche übrigens so aus. Wir haben 67.496 Zuschauerstunden gesammelt. Das ist kein neuer Weltrekord. Mhm. Aber das ist sehr gut. Ja, es ist sehr gut. Wir haben ein bisschen weniger gestreamt, muss man sagen. Wir haben ein ganzes Stück weniger gestreamt im Vergleich zur Vorwoche. Wir haben 2 komplette Tage freigemacht. Ja. Und an dem Event-Tag haben wir auch schon früher aufgehört. Und erst ab 18 Uhr. Ja, da haben wir immer Pause gemacht, 2 Stunden. Ja. Dafür sind diese beiden Tage extrem gut, die beiden Event-Tage. Genau. Und was war noch? Und? Kein Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen weniger gestreamt. Ne? Vor allem, weil ich habe auch Freitag und Samstag mit Absicht mal rumgepimmelt, weil ich gemerkt habe, es war einfach, ich habe ein bisschen übertrieben die Wochen davor. Ja, aber trotzdem sehr, sehr stark von den Zahlen her. Also kein neuer Weltrekord, aber wirklich sehr, sehr gut die Woche. Ja, genau. So, es gibt ein paar Neuerungen zum Briefing direkt und zwar, beziehungsweise nicht zum Briefing selbst, aber zum Thema ja, nicht so viel Zeit und bla, ein bisschen übertrieben. Wir haben auch festgestellt, dass wir zu wenig Zeit gerade haben für unsere Team-Meetings. Die haben wir jetzt aktuell immer am Freitag gemacht und zwar immer so ab 17 Uhr haben wir angefangen. Mhm. Und das Problem ist, Freitag 17 Uhr, da kann erstmal niemand, ne, weil wir sind ja nicht alles, bei uns sind ja noch sehr, sehr viele freiwillige Mitarbeiter dabei, die nicht oder beziehungsweise die auch nicht vor Ort sind und größtenteils noch einen anderen Job haben. Und das heißt, da konnte erstmal so nicht so wirklich jemand zu den Meetings. Und dann haben wir halt auch festgestellt, einmal für uns, ey, das ist gerade ein bisschen zu viel, ne? Man hat eigentlich keine Möglichkeit, einen Tag frei zu machen. Deswegen haben wir uns folgende Lösung überlegt. Wir werden ab nächster Woche, genau, montags nur noch bis nach dem Briefing-Stream. Das heißt, wir machen ganz normal on das Frühschicht, dann kommst du noch, dann haben wir 2 Stunden rum, dann ist Briefing und dann ist Feierabend, also auf dem Stream. Denn wir werden danach die Meetings jetzt machen am Montag. Genau. Weil A, können da alle und B, ist es einfach besser für unsere eigenen Time. Genau, aber wenn die Briefings vorbei sind und ich noch Muße und Lust habe, kann es sehr gut sein, dass der Stream dann wieder angeht. Ja, aber offiziell ist da richtig frei. Offiziell ist da frei. Der Montag ist jetzt für uns Meeting-Tag. Arbeitstag, Meetingstag, nicht Streamtag. Genau, also nur ab 19 Uhr. Extrem wichtig für uns, dass wir unsere internen Projekte eben vorantreiben, weil da habt ihr dann nachher auch am meisten von. Ne? Richtig. Genau, dafür ist dann, also Freitag und Samstag bleibt frei, wobei, da habe ich auch noch eine Ankündigung. Ja. Und zwar bin ich jetzt dabei, mit Don Cravallo richtig zu tryharden in Duos. Wir haben ja heute schon gespielt, wir haben letzte Woche auch schon ein paar Mal gespielt und wir werden das die ganze Woche weiter ausbauen. Und da er jetzt nächste Woche aber sein Studium anfängt, hat er dann auch nicht mehr ganz so viel Zeit, aber wir werden es jetzt folgendermaßen machen. Mittwoch gibt es ab nächster Woche keine Frühschicht mehr von mir. Da gehst du erst online, so ab 16 Uhr. Ja. Ich streame da gar nicht am Mittwoch. Habe ich komplett streamfrei. Okay, okay. Mache ich andere Dinge. Ja. Dafür werde ich fest am Samstag eine Frühschicht machen und dort Duos trainieren mit Don Cravallo. Okay, beziehungsweise alles mit Red Panda. Das heißt, ein halber Mittwoch weg, dafür dann Samstag dazu. Genau. Ist erstmal, ne, will ich sowieso eigentlich lieber Samstag und Sonntag streamen, weil da haben auch einfach am meisten Leute Zeit, auch morgens. Und ich bin nun mal ein Typ, der will morgens streamen. Deswegen ist es, glaube ich, sogar besser für euch. Ich weiß es nicht, könnt ihr ja selbst was zu sagen. Das heißt, Mittwoch keine Frühschicht mehr, dafür Samstag fest. Das heißt, eigentlich streamen wir mehr als vorher.
So, unterm Strich. Ja, also im Prinzip streamen wir eh fast die ganze Zeit. Wir wollen eh die ganze Zeit streamen. Ne? Wir brauchen, ja. Ab und zu brauchen wir halt mal eine Pause. Ist halt so. Genau. Ne? Aber unser Ziel ist es eigentlich, ist es gar nicht, wir haben eigentlich gar keine Ziele. Wir streamen eigentlich so viel, wie wir Bock haben. Ja, das Wichtige beim Streaming ist, dass man es nicht als zu viel Druck empfindet, streamen zu müssen, weil dann kriegt man mehr Lust, selber zu streamen und dann streamt man mehr. Also das ist komisch, weil, also wenn man gesagt bekommt, man muss jetzt streamen, dann ist die Lust darauf nicht so groß. Aber wenn man sagt, so ja, du kannst streamen, dann sagt man, ja, ich hab eh Bock und dann macht man es einfach. Feuer im Studio. Ja. Genau, dann, ja, inhaltlich habe ich noch ein bisschen was zu ankündigen, ich werde ab sofort nur noch Duo spielen, also PUBG überhaupt spielen, wenn entweder Don Cavallo oder Red Panda Zeit haben, sonst gar nicht mehr. Keine Solos mehr? Nee, gar nicht. Also ich werde keine Solos mehr trainieren, weil das bringt mir einfach keinen Spaß. Duo bringt mir mit Abstand am meisten Spaß und mit den beiden will ich das halt weiter durchziehen. Okay. Ne? Und wenn beide Zeit haben, werden wir vielleicht mal Dreier-Squads oder so machen, aber es wird wahrscheinlich nicht so oft vorkommen. Und dann werde ich aber die Zeit, wo ich kein PUBG spiele, wieder für andere Dinge nutzen. Ah, andere Games? Genau. Und ich werde jetzt Mittwoch zum Beispiel, werde ich einen Tag mit Plattformen verbringen. Ah. Denn ich habe einen Invite bekommen von einem Indie-Game-Entwickler. Von der wem? Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Muss in die E-Mail gucken. Okay. Auf jeden Fall wissen die wohl irgendwie, dass ich auf Plattformen stehe, so langsam. Mhm. Und haben mir einen Key für einen ganz neuen geschickt, nämlich Splasher. Der ist wirklich so. Der ist Splasher. Echt? Ja. Das ist ja geil. Und den werde ich antesten am Mittwoch. Beziehungsweise Mittwoch wird es wahrscheinlich gar kein PUBG geben. Da werde ich mich mal wieder umschauen in die anderen Spiele. Mal sehen. Das kommt dann spontan, worauf ich Bock habe. Ne? Und dann wird es eben immer, wenn ich kein PUBG spiele, eben auch wieder andere Titel geben. Ja. Weiß ich aber noch nicht genau was. Aber vor allem Plattformer, denn Sonntag kommt Cuphead. Und was? Das kommt da schon raus? Genau. Und da habe ich, also ich werde Sonntag, werde ich fest Cuphead spielen und ich möchte dann am liebsten eigentlich auch noch mit dir 2 Stunden spielen, aber da gibt es ein Problem. Ich spiele Skyrim. Nee, du hast gar keine Zeit am Sonntag für Skyrim, denn dort ist die erste Ausgabe eines neuen Formats. Richtig, also am Sonntag, den 1.10., spielen wir nämlich das erste Mal unser Brettspielformat hier zusammen mit Hauke, Gino, mir und Julia von Pegasus. Und da spielen wir zusammen ein Brettspiel. Ich weiß noch gar nicht, ob wir es announcen dürfen. Chrissy, dürfen wir announcen, welches Spiel wir spielen? Machst du einfach nicht. Ich mach's einfach nicht. Dann lasst euch überraschen, schaltet am Sonntag ein. Denn da wird unsere erste Ausgabe von dem Brettspiel stattfinden. Ich weiß noch nicht, ob wir den Namen schon sagen dürfen. Ist der fest? Ja, nein, nicht vom Spiel. Der Name des Formats. Ah, okay, das Format heißt. Warte. Jetzt. AFK. Also, AFK wird das Format heißen. Wusste ich gar nicht. Und wusstest du nicht? Nö. Ach krass, ja. Ja, weil es ist ja das erste Mal, dass wir Videospiele ohne Keyboard spielen. Also wir sind nicht an einem Rechner dran und werden dann Brettspiele spielen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das in der Konstellation laufen wird. Ich freue mich auch auf Julia, weil die habe ich erst einmal getroffen. Da waren wir bei Pegasus in Friedberg. Eine sehr nette Frau. Und ich auch drauf. Ja, und da bin ich auch gespannt, wie die Team-Dynamik da mit Gino und mit Hauke funktionieren wird. Weil Brettspiele mit Gino und mit Hauke könnte... Oh Gott, da kann ich nicht mitspielen. Also ne, das würde eskalieren sofort wieder. Ja, man muss auch sagen, bei unserem Minecraft-Event, Wither-Insel, der erste Tag, der war nachträglich ein bisschen, der war schon ein bisschen eine Katastrophe. Also auch von Hauke und ich haben dann am nächsten Tag nochmal gesprochen. Hauke kam so, oh Niklas, es war zu viel, wir haben uns die ganze Zeit gestresst und ich bin mit einem richtig schlechten Gefühl nach Hause gefahren. Und ich so, ja, Hauke, stimmt, ey, voll kacke, wir haben uns die ganze Zeit fertig gemacht gegenseitig. Und dann haben wir so, ausgeweint und dann umarmt und dann hatten wir Sex. So. Also so wie immer. Ja, gut. So wie immer. Ja. Aber der zweite Tag, der war hervorragend. Ja, also ich muss auch sagen, ja, und wenn wir dann noch den Lag weg haben, dann wird das, glaube ich, das Beste. Alter, und guckt es euch auf jeden Fall nochmal an. Ja, guckt es auf jeden Fall nochmal an. Es wird übrigens ein Finale geben und ich bin gerade dabei, einen Termin für nächste Woche zu evaluieren. Das wäre super, wenn ich weiß aber noch, also Gino muss noch sagen, ob er da kann und dann müssen die Rocket Miners noch sagen, ob sie da können. Ja, also das Wichtigste ist... Also ich sage es noch nicht, aber nächste Woche wird es eventuell bereits das Finale geben oder die Woche danach. Ja, aber es ist halt wirklich das Wichtigste, dass wir erst weiterspielen, wenn der Lag ausgemerzt ist, weil das ist sonst viel zu schade, so eine geile Serie zu spielen, wenn man so Lag hat. Ja, also wir werden das nur ohne Lag weiterspielen, richtig, weil das wird jetzt richtig spannend und ich will
dass es alles nicht leckt. Genau. So. Aber die Rocket Miner sitzen dran, die haben auch schon den Fehler gefunden anscheinend. Ach, echt? Ja, ja. Es lag irgendwie an dem Plugin, was die Namen überschrieben hat. So ein bisschen mit. Okay, also okay, nicht an der Hardwareleistung oder so, sondern irgendwas ist da schiefgelaufen mit dem Plugin, wie ich das jetzt verstanden habe, aber auch nur Halbwissen hier gerade. Ne? Ja. Auf jeden Fall scheint da schon ein Griff zu sein. Das heißt, es hängt gerade eigentlich wie immer nur an Gino. Genau, dann wird im Chat nach Skyrim gefragt, wenn das am Sonntag ja nicht stattfindet, dann werden wir das verschieben. Es wird auf jeden Fall wieder die Reihe weitergeführt. Mich hat sehr gefreut, wie das Feedback dazu war. Also ihr hattet da scheinbar genauso viel Spaß wie Andi und ich. Und es wird auf jeden Fall weitergeführt, die Serie. Wir wollten erstmal starten, dass die einmal pro Woche stattfindet und je nachdem, wie viel Spaß wir daran haben, vielleicht auch mehr. Aber ich muss erstmal muss Andi ganz viele andere Sachen machen, bevor er sich um irgendetwas da bei Skyrim kümmern kann. Es werden auch immer mehr, kann ich schon mal ankündigen. Ja, super. Ich weiß nicht, ob das Intro ist ja schon da und wir spielen ja immer nur 2 Stunden. Das müsste passen. Ich habe, Anni, ich habe echt viel Arbeit schon wieder für dich. Ab nächster Woche. Ja. Gib Scheiße, wird geschrieben, Matteo hat gespielt. Ich dachte, das war der Judge. Ich meine, der Judge hat gespielt. Ah, Judge, ich war nicht da. War nicht da. Gut. Ja, tut sich bei dir sonst noch was inhaltlich oder bei uns? Es gibt noch ein paar Sachen, die ich ansprechen wollte. Und zwar, wir haben ja letzte Woche, haben wir schon drüber gesprochen, dass Gino und ich eine Horrornacht machen wollten und die wollten wir ursprünglich an Halloween machen. Das geht jetzt nicht. Doch, das geht schon, aber wir haben jetzt erfahren, dass The Evil Within 2 vor Halloween schon erscheint. Und da wäre es eigentlich klüger, das nach vorne zu ziehen, um mit dem Release... Ich will aber eine Halloween-Nacht. Wir können ja trotzdem noch eine Halloween-Nacht machen. Aber wenn The Evil Within 2 rauskommt, wir sind da gerade in Kontakt mit der PR-Frau von Bethesda. Und wenn wir das bekommen, dann werden wir das am Release schon spielen und dann an Halloween nochmal eine Halloween-Nacht auf jeden Fall machen, mit anderen Spielen aber. Das ist die Ankündigung. Ist aber noch nichts fest. Wir müssen dann auch erstmal gucken, ob wir da an Spiele kommen und ob Gino da auch kann. TVT Captain fragt, ob wir jetzt wieder in Richtung feste Formate gehen. Nein, gehen wir nicht. Das Format mit Pegasus ist da eine absolute Ausnahme. Was ja, oder halt zum Beispiel Skyrim, das ist halt, es ist einfach, wir spielen ist ja auch da kein Skyrim. Format. Da spielen wir einfach Skyrim, ja. Also das Pegasus-Format, das wird auf jeden Fall 4 Folgen erstmal geben. Und das ist eben eine Kooperation mit Pegasus. Und das ist mit Ausnahme eigentlich. Unser einziges festes Format, ne, was halt regelmäßig und in einem festen Rahmen erscheint. Andere Pläne gibt es da nicht, aber es kann auch immer wieder sein, dass wir Formate einstreuen. Wir haben erstmal nur gesagt, dass wir uns davon distanzieren, müssen wir davon weggehen, ne, weil wir eben diesen anderen Weg wieder ausgeben, in diese andere Richtung gehen wollen. Aber ihr wisst ja, bei uns ist alles ein gigantisches Experiment. Wenn jemand eine neue Idee hat, dann kann wie immer alles von Tag zu Tag einfach über den Haufen geworfen werden, ob ihr wollt und nicht, weil so sind wir nun mal. Wir mögen es überhaupt nicht, wenn Stillstand ist und alles irgendwie immer wieder in der gleichen Struktur, der gleiche Trott, bläh, dann müssen wir alle kotzen. So, und das wollen wir nicht. Ja. Bei uns Impulse nachgehen, machen, was wir wollen und immer wieder gucken, was können wir als nächstes Experiment an den Start bringen. Das ist eigentlich so, was wir berücksichtigen beim Content bauen. Jo, wenn ihr Spielvorschläge habt für auch Plattformer, die ich vielleicht noch nicht gespielt habe oder Games, die in meine Richtung gehen, schaltet einfach Mittwochmorgen ein, denn dort werde ich dann eben aktiv auch im Chat verfolgen, was ihr für Vorschläge habt. Ansonsten gibt es bei mir aber einfach viel PUBG. Ich sage es auch immer wieder, wenn Leute bei mir reinkommen, ich spiele kein StarCraft mehr. Gar nicht, überhaupt nicht. Ich bin davon weg. Ich spiele jetzt PUBG und ich tryharde das und ich möchte richtig gut darin werden. Und ich möchte, wenn das als E-Sport losgeht, und es wird als E-Sport losgehen, auch wenn einige das vielleicht noch nicht sehen, aber ich sage das hier, ihr werdet es nächstes Jahr sehen, PUBG wird einer der größten E-Sports, die es überhaupt bisher gab, wenn nicht sogar der größte. Und ich will da mitspielen in den ersten Turnieren. Also ich denke auch, dass PUBG noch eine sehr große und erfolgreiche Karriere im E-Sport vor sich haben wird. Ich glaube auch, dass wenn das Hauptspiel rauskommen wird und da die Modder-Szene drauf losgelassen wird, wird es auch kleinere Maps geben, die E-Sport-tauglich sind, wo dann feste Waffenspawns in so kleinen Städten sind. Ich kann mir das halt sehr gut so vorstellen, dass es nochmal getuned wird. Ja. Wir warten ab. Wie gesagt, meine Prognose ist, dass ich kann mich auch irren. Ich bin kein Gott, auch wenn das manchmal denkt. Ja, ich kann das verstehen. Ich sehe ja nun mal auch extrem gut aus und bin einfach super intelligent. Also manchmal... Und sehr bescheiden. Wache ich halt auf und denke so, oh Gott. Hast du das jetzt wirklich? Bist du wirklich so? Aber das ist meine Prognose und ich will da voll,
voll rein in die Kerbe. Ja? So, dann zwei Fragen, die ich noch gelesen habe. Einmal wird gefragt, was ist mit Jens? Kommt der mal ein bisschen zur Abwechslung? Und zwar, Jens und ich werden Destiny 2, sobald es auf PC rauskommt, am 24. Oktober spielen. Oh, das dürfen wir noch gar nicht. Das ist auch ist eigentlich ein Event. Können wir eigentlich schon sagen. Das wird das nächste Event. Ja. Destiny 2 Launch. Genau, Challenge. Also Jens und ich, wir werden uns sehr tief in Destiny reinknien und dazu wird es ein Launch-Event geben. Aber wie das genau aussieht, das erzählen wir euch dann, wenn wir es auch ganz genau wissen. Genau, nach der Wither-Insel. Nach der Wither-Insel wird nämlich das nächste Event erst richtig angekündigt. Mhm. Dann noch eine weitere Frage von It leaked here first. Ja, dann hat noch jemand gefragt, macht ihr auch mal eine Woche komplett frei, um euch zu erholen? Nee, also ich habe das nicht vor, weiß nicht, ob du das vorhast. Was? Es wird gefragt, ob wir eine ganze Woche mal frei machen, um uns zu erholen. Nee, Leute. Ja, also ehrlich gesagt, nein, Leute. Echt nee, nicht. Ich will durchpowern, weil jetzt gerade läuft's. Und wenn wir jetzt Gas geben, ja, bam, bam. Und ich bin so motiviert, gerade nach der GC. Ja. Ich will diese ganze Motivation, diesen ganzen Hype, will ich unbedingt richtig bumm. Bada bum bum bum. Und das Ding ist ja, wir versuchen den Stream ja so anzulegen, dass sich niemand erholen muss. Das heißt, wenn jemand sich ausgelaugt fühlt und sowas, dann kann er einfach sagen, ich brauche eine Pause. Ja, und stream und aber nicht mit, genau, dann ist es völlig okay bei uns. Richtig, und dann kann er einfach eine Pause machen und dann geht es allen gut. Also es ist nicht so, dass wir sagen, so, Bondra geht jetzt komplett offline für eine Woche, weil das ist irgendwie nicht mehr so. Seitdem wir ein Studio haben, muss man das nicht mehr machen. Weil man kann immer sagen so, ja. Wenn ich jetzt sage, ich baue eine Woche frei, genau, dann streamt Matteo halt weiter. Dann streame ich halt einfach weiter und wenn Yoshi vielleicht wird mal jemand richtig Urlaub machen, wissen wir noch nicht. Ja, aber das heißt nicht, dass der Stream ausgeht. Ja. Oder vielleicht geht der Stream dann doch mal aus. Wissen wir jetzt aber gerade nicht. Haben wir nicht vor. Wir haben es nicht geplant. So, können wir fragen nochmal nach One Last Raid? Ja, es kommt One Last Raid, aber auch als Event und es wird noch ein bisschen dauern, aber wir haben es im Hinterkopf. Wir haben es im Hinterkopf. Keine Angst. Oh, wenn ihr wüsstet, was wir alles im Hinterkopf haben. Ich will ja gar nicht damit anfangen, deswegen lasse ich es auch lieber. Aber wenn ihr wüsstet, was da alles auf euch zukommt, dann würdet ihr euch richtig doll freuen. So, genau, ein Thema habe ich hier noch, nämlich unsere Perks vom Crowdfunding. Oh ja, stimmt. Guckt nach wie vor bitte in eure E-Mails, wenn ihr bei unserem Crowdfunding Sprüche für das Buch gekauft habt, habt ihr jetzt die Chance, Sprüche einzusenden, die in dieses Buch reinkommen. Hier liegt dann so ein Buch und immer, wenn irgendwie wir eine Pause gehen oder ein Format vorbei ist oder eine, keine Ahnung, meine Frühschicht vorbei ist oder irgendwas oder das Briefing vorbei ist, dann sage ich, nein, letzten Worte gebühren wie immer und dann werden wir aufblättern und dann stehen da eure letzten Worte. Und ein paar haben es nicht richtig verstanden, es gibt 5 verschiedene letzte Worte. Und dafür gibt es auch 5 Textfelder, soweit mir das Hamo erklärt hat. Ja. Teilweise haben welche einen kompletten Text auf diese 5 Textfelder verteilt, quasi als eine Antwort. Okay. Könnt ihr jetzt nochmal machen, aber eigentlich ist es so gedacht, dass ihr 5 verschiedene letzte Worte absendet. Und wenn ihr einer Seite dieses Perk oder dieses, keine Ahnung, wie nennt man das, dieses Dings da gekauft hat beim Crowdfunding und ihr die E-Mail nicht erhalten habt, guckt nochmal in euren Spam-Ordner und sonst meldet ihr euch einfach bei uns, info@bondra.de, haben auch etliche gemacht, keine Angst, wir werden euch alle reinnehmen, außer ihr schafft das nicht, bis zum 30. euch überhaupt zu melden, dann seid ihr halt nicht dabei. Sorry, Leute. Ja, dann wird hier gefragt, wird Niklas sich bei Ball 4 bewerben? Ja, definitiv. Mit wem? Das hängt jetzt ein bisschen von Leon ab, muss ich sagen. Mhm, okay, das wäre nämlich super geil, wenn wir da 2 Teams hätten. Eventuell mit Don Cavallo oder mit Leon. Ich würde sogar, wenn die sagen, nee, ihr dürft nur ein Team, da würde ich sogar eine Dings zurücktreten und dich mal spielen lassen, weil ich würde auch voll gerne dich mal da spielen sehen, weil du echt stark geworden bist. Ich muss es nicht unbedingt. Das ist doch dein Ding. Ja, aber ich habe jetzt schon 3-mal mitgespielt und wenn du mal mitspielen willst, also egal, wir versuchen mal alle beide Teams anzumelden. Dann, was noch zum Crowdfunding dazu kam, die Liegestütze, die Gino machen wird. Ich habe meine übrigens geschafft vorgestern. Ja, ich komme nicht weiter. Ist auch nicht so schlimm. Das ist ja auch, muss ja nicht in einem bestimmten Zeitraum gemacht werden, sondern ich wollte nur sagen, ich habe vorgestern meine geschafft, oder gestern, glaube ich, und ich habe jetzt auch schon gesagt, dass ich die von Gino mitmachen werde und deswegen haben wir den Counter, wenn wir kurz mal auf meinen Rechner schalten, der Counter im Push-G ist jetzt wieder, also das sind die gemachten und das sind die von Gino, die mache ich jetzt einfach mit und das heißt, Push-G wird noch lange, lange weitergehen. Alter, auf jeden Fall. Du willst insgesamt 4000 irgendwas Liegestütz machen. Ja. Aber es macht doch Spaß, muss ich sagen. Das Problem bei mir ist gerade, ich will immer, aber ich war gestern trainieren, weil ich steige jetzt wieder bei Freeletics voll ein. Mhm. Und ich hatte gestern ein Workout mit 200 Liegestütz und halt auch noch Freeletics-Liegestütz, wo man halt mit der Brust runtergeht, Hände hoch ne, und dann wieder aufsetzt. Ja. Und die sind halt noch schwerer und mir brennt alles, ey. Ich kann mich nicht mehr bewegen. So, der Oberkörper ist halt. Ne.
Ja. Aber ich muss sagen, ich finde es. Ich bin jetzt bei 540. Ja, das ist schon mal ganz gut. Ja, ich muss sagen, Push Team macht mir richtig viel Spaß, weil es halt nochmal so eine Kombination zwischen Videospielen und halt Sport. Ich mag beides sehr gerne und ich finde es halt cool, das so zu verbinden. Und es kommt bei euch auch ziemlich gut an. Deswegen habe ich mir gedacht, ich führe das Format einfach weiter. Und Nunchi hat jetzt schon so viel in diese App gesteckt. Das wäre so schade, wenn wir es einfach jetzt, wo es vorbei ist, einfach nicht mehr benutzen. Das ist einfach viel zu gut. Also nochmal ein großes Dankeschön an Nunchi. Das ist einfach super geil. Das ist einfach 3 Wochen Programmierarbeit. Ja, ohne Scheiß. Guck mal, du kannst jetzt so viele Sachen einstellen. Die wird immer besser, die App. Guck mal. Die wird immer besser, die App. Und hier auch immer auch Sachen eingibt. Er programmiert es ja immer weiter und so. Dass wenn man hier einfach, wenn du es hier eingibst und du siehst hier oben, was eingegeben ist, einfach geil! Ist einfach geil! Einfach geil. So, hier wurde noch gerade gefragt, was war das? Ich hab's vergessen. Oh Gott, irgendwas war hier, worauf ich eingehen wollte. Gwent, genau. Wird es wieder Gwent geben? Ja, diese Woche wird es Gwent geben. Hauke ist diese Woche wieder bei uns im Studio und zwar am Donnerstag. Und Hauke hat diese Woche wieder einen Slot für sich selbst, nämlich am Donnerstag, 16 bis 18 Uhr. Und dort wird es Gwent geben. Mittwoch ist übrigens Gino diese Woche da. Oh, was macht Gino eigentlich? Da muss ich noch mit dir sprechen. Genau, wir sehen hier, glaube ich, schon einen neuen Programmplan. Chrissy hat den hervorragend hier eingetragen. Hier sehen wir auch alles nochmal zusammengefasst. Ja. Gino ist nämlich am Mittwoch da mit dir und Donnerstag ist Hauke da. Hier streamt er alleine und dann noch mit dir. Da musst du mit beiden reden, was ihr machen wollt, weil ich werde nicht dabei sein diese Woche. Okay, alles klar. Dann werden wir uns mal zusammensetzen und mal gucken, worauf die Jungs Bock haben. Hier sehen wir auch AFK Powered by Pegasus und davor sind wir sogar 2 Stunden offline, um das vorzubereiten. Ah ja. Okay, alles klar. Aber hier würde ich halt gerne, dass du vielleicht da schon kommst. Das habe ich nicht mit dir abgesprochen. Genau, und wir da Cuphead spielen zu zweit. Ja, also ich wäre sowieso um 16 Uhr da. Können wir machen. Ja, 16 bis 18 Uhr. Ja. Dann sind wir offline bis 20 Uhr Aufbau. Und dann kommt AFK zum ersten Mal. Ja, cool. Im Chat wird ein paar Mal gefragt, ob es ein Physikformat mit mir geben wird. Wahrscheinlich nicht. Wo ich Physik erkläre, nein. Das doch, will auch keiner hören, oder? Physik. Physik ist doch, mega interessant, finde ich. Ist doch auch alles nicht wahr. Ja. Ich bin echt mal gespannt, worauf Gino so Bock hat, weil Gino ist ja nicht so, der spielt ja kein PUBG eigentlich. Killer Bees fragt, ob er auch Push-D benutzen kann. Ja, jeder kann das benutzen und zwar, wenn ihr im Chat einfach Ausrufezeichen Push-G schreibt, dann spuckt euch der Bot die Adresse zur Seite raus und dann könnt ihr entweder selber spielen oder wenn wir Push-G spielen, könnt ihr einfach auf einen der Spieler setzen und dann so viele Liegestütze machen wie der Spieler. Das haben ganz viele gemacht und mussten dann leider ganz viele Liegestütze machen, weil sie oft auf mich gesetzt haben. Wenn ihr eh schon sagt, dass Hauke Gwent spielen wird, kann man das nicht in den Wochenplan eintragen? Ich meine, oh Gott, das scrollt so schnell runter. Das ist doch dann abgemacht. Spontane Erinnerungen könnt ihr euch auch vorbereiten. Ja, machen wir aber nicht, denn ich habe das mit Hauke kurz gesprochen. So erstmal, ne, willst du da wieder deinen eigenen Slot? Willst du da vielleicht Gwent zeigen? Er hat gesagt, ja, auf jeden Fall. Aber es kann sein, dass Hauke genau an diesem Tag keinen Bock auf Gwent hat, sondern auf League of Legends. Und dann soll er auch die Freiheit haben, das zu spielen, ohne dass er jetzt dieses Commitment eben eingehen muss. Weil, wenn man halt ins Studio kommt und gerade was streamen muss, worauf man keinen Bock hat, dann ist es wirklich nicht so schön für den Streamer. Ja. Gerade dann für einen eher externen wie Hauke. Der soll hier vor allem jede Menge Spaß haben. Ja. Und gute Laune. Dann wird hier gefragt, mehr AOE oder King of Com? AOE wird es ja immer wieder in unregelmäßigen Abständen mit Yoshi und mit mir geben. Ich muss sagen, das Spiel macht mir echt viel Spaß, gerade 4 gegen 4. Da haben wir schon ein paar 2-Stunden-Schlachten gehabt, die echt Spaß gemacht haben. Aber das wird auch sowas sein, dass wir immer wieder einstreuen. Also wenn Yoshi da ist und wir beide gerade 2 Stunden Lust und Zeit dafür haben, werden wir es immer wieder spielen. Dann King of Com ist auf jeden Fall ein internes Thema bei uns. Wir überlegen da schon. Also ihr habt ja schon gesehen, wir spielen in PUBG auch immer gerne Custom Games. Und da sagen wir euch immer die festen Termine jetzt vorher, damit viele Leute mitspielen können. Wir möchten das aber auch Ganze noch weiterentwickeln. Aber wie das genau aussieht, das sagen wir euch dann, wenn es soweit ist. Genau, zu Yoshi noch. Yoshi, der hat jetzt sowas wie Nachtschicht. Nicht jeden Tag, aber meistens, wenn er da ist, also wenn er im Programmplan auch dran steht, wie hier zum Beispiel Montag und Dienstag, steht Matteo und Yoshi ab 21 Uhr, wird er meistens im Anschluss dann auch mit einer Nachtschicht weitermachen ab 24 Uhr oder 0 Uhr. Und er spielt dort CS-Ladder. Wer so Bock auf Counter-Strike hat, auf High-Level-Counter-Strike, der schaltet ab Mitternacht ein, wer eben noch nicht in die Haie muss. Jo. Dann wird hier gefragt, wisst ihr schon genauer, wann die College-Jacken wieder im Shop verfügbar sein werden?
Nee, das wissen wir noch nicht. Das wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Also mindestens, ich sag mal, einen Monat, wahrscheinlich länger, weil wir noch nicht mal bestellt haben. Wir müssen jetzt erstmal das ganze Feedback auch von den Kunden oder euch, ne, die das gekauft haben, abwarten, damit wir eben auch das ordentlich nachbestellen. Ja. Das wird also noch dauern. Also wir werden auf jeden Fall noch mal bestellen, überlegen dann aber tatsächlich auch, das limitiert zu lassen. Also nicht das immer im Shop zu haben, steht aber auch noch nicht genau fest. Ne? Wir möchten eigentlich da was Besonderes draus machen, also eine limitierte Edition. Ja. Dann wird gefragt, wollt ihr auch mit Gwent anfangen? Also ich fand es ganz interessant, ich habe eine Runde gegen Gino gespielt und dann habe ich mir überlegt, ich bin viel zu gut eigentlich und dann habe ich aufgehört. Ich muss sagen, Gwent war witzig, ich mag das Kartendesign, aber ich, wie gesagt, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht mit einem weiteren Spiel anfangen, bevor Destiny 2 kommt, weil ich werde mich komplett auf Destiny 2 fokussieren. Ja, nicht sowieso nicht. Für mich ist das, für mich ist das Abfall, dieses Bio. So, die mögen Yoshi nicht, also schieben sie ihn jetzt ab zur Nachtschicht. Nein, stimmt nicht. Yoshi ist einfach ein Nachtmensch, ja. Wir haben versucht, Yoshi in unser Leben zu integrieren, aber es ist nicht möglich. Deswegen wird Yoshi vor allem, der arbeitet halt auch nachts, der macht alles nachts. Macht alles nachts. Der soll dann auch nach Stream gefälligst. Ja. Ja. Und außerdem, ne, also ab 21 Uhr ist er dann immer da und dann eben so, wie er Lust hat. Yoshi ist nicht hauptsächlich Streamer bei uns, sondern arbeitet vor allem hinter den Kulissen als Producer, aber soll eben auch mit streamen. Hier wird gefragt, kann man sowas nicht freitags oder samstags machen? Die meisten müssen doch arbeiten. Ja, freitags oder samstags nachts zu streamen, das halt im Prinzip sind freitags und samstag die einzigen Möglichkeiten für uns, irgendwelche sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten. Deswegen streame ich freitags und samstags. Ja, aber das Ding ist zum Beispiel, Yoshi, der möchte halt, der hat auch noch eine zweite Leidenschaft neben Bonjour, das ist die Musik. Und deswegen kann er halt einfach nicht freitags und samstags nachts noch streamen, weil er einfach dann gerne Musik machen möchte. Ja. Das ist einer der Gründe. So, ihr macht alles außer Dota, viel's Batman. Ja, was mit Dota? Keiner Bock drauf bei uns. Vielleicht ja, diesmal mal. Wir reden da, da, guck mal da. Guck mal da. Ja, haben wir Bock auf Dota. Haben wir Dota-Format? Hä, du hast über 4000 MMR, habe ich gesehen. 4500 so. 4300. 4300. Ja, bei uns hat nicht so wirklich jemand Bock auf Dota vor der Kamera, Leute. Zeigt uns ja einen guten Dota-Streamer, der Bock hat, bei uns mitzumachen. Ja, da muss auch zu uns passen, so ein bisschen. Ja. So, jetzt fahren wir weiter zum nächsten Thema und das gibt es nicht. Deswegen, oh, Alter, er ist 18.39 Uhr. Ja, was machen wir jetzt? Also, ich will jetzt weiter zocken. Ja, ich spiele auch noch eine Runde mit, okay? Aber wir machen Push-Team. Ja, ich nicht. Ich habe Muskelkater. Ich kann wirklich nicht. Dann musst du volles Risiko gehen, Niklas. Nein, ich spiele nicht mit, ich spiele eine Runde mit, aber kein Push-Team. Und dann fahre ich auch nach Hause. Na gut, eine Runde kein Push-G und wenn Niklas am Weg ist, dann machen wir Push-G, aber volles Rohr. Heute packen wir vielleicht sogar den Shroud wieder aus. Ja. Der zerstört uns komplett. Ist heute Customs? Wird dir noch gefragt? Letzte Frage. Nein, heute ist kein Customs. Customs kündigen wir immer an und heute, wenn Yoshi kommt, Customs. Das machen wir nämlich mit Yoshi aus. Sobald Yoshi kommt, finden wir wieder mindestens zwei Termine diese Woche, an denen wir Customs spielen. Letzte Woche waren das der Sonntag und der Dienstag, also gestern der Sonntag und der Dienstag davor. Und es hat gerade geknackst. Das ist manchmal, wenn hier welche Funken auf unserer Frequenz. Okay, alles klar. Ja, und das heißt, am besten ab 21 Uhr genau die Lauscher aufspannen, denn da werden wir dann sagen, wann wir die Customs machen. Wir werden es aber auch über Social Media nochmal Bescheid geben, damit ihr mitspielen könnt. Okay, das war's mit dem Briefing. Wieder schon reingehauen, letzten Monat gebühren wir immer Matteo. Ja, bleibt einfach dran. Bis gleich. Das sind ja keine letzten Worte. Geht einfach weiter jetzt.